Urdhva Hastaranyasana. Die erhobene Reibholzstellung. Rafaela zeigt, wie es geht. Von der Bauchlage ausgehend kannst du die Knie beugen und die Oberschenkel senkrecht zum Boden geben und die Füße heben. Und dann kannst du die Hände falten und Richtung Decke geben. Das ist Urdhva Hasta. Urdhva heißt erhoben, aufgerichtet, und Hasta sind die Hände. Und dann Arani heißt Wildnis, Wald heißt auch Reibholz. Und Asana heißt die Stellung. Das Gesäß nimmt so etwas wie ein Feuer ein, oder man könnte auch sagen, wie ein Baum im Wald oder wie auch ein Busch. Und so ist das Aranyasana. Manchmal wird auch gesagt, dass diese Stellung die Stellung ist der Göttin Arani. Eine Göttin Arani gibt es in der indischen Mythologie nicht. Es gibt die Göttin Aranyani. Und das ist diejenige, die in Arani wohnt, eben in der Wildnis. Urdhva Hastaranyasana, wie alle Aranyasana-Variationen, ist eine gute Stellung für die Flexibilität von Halswirbelsäule und Rücken. Auch eine schöne Stellung, welche den Rücken, gerade den unteren Rücken, auseinanderzieht. Auch eine gute Übung für inneres Gleichgewicht. Mehr Informationen über alle Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.